Mahlzeit oder guten Mittag. Ich grüße euch. Hallihallo, alle Neuankömmlinge, Abonnenten, Vapor, Bastler, alle, die da sind und mir zuschauen und zuhören, begrüße ich. Wir haben Montag, den 7.9., ein Tag nach meinem letzten Hangout. Und es dreht sich heute um Diane, ihre News. Ganz einfach, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Fangen wir mal an bei dem Hangout. Da kommen immer wieder Fragen. Was hältst du von XXX Verdampfer? Was hältst du von XXX Akkuträger? Was hältst du von dem Liquid XXX oder von den Aroma XXXX? Ja, Leute, es tut mir rechtschaffend leid. Ich bin eine Frührentnerin. Ich bin aufgrund Krankheit eben früh in Rente gegangen. Und die Leute, die mich kennen, die wissen das. Und Leute, die mich nicht kennen, wissen es natürlich nicht. Ihr hört es doch an meiner Stimme und wie schwer ich atme. Es liegt auch nicht am Rauchen. Ich habe auch kein Asthma. Ich habe halt ein Stimmbandproblem. Und naja, noch andere gesundheitliche Probleme, die dazu beigetragen haben, dass die Antje mit noch nicht einmal 50 Jahren in Frührente gegangen ist. Und das ist schon ein Weilchen her. Ja, mittlerweile bin ich in dem Alter, wo ich auf die 70 zugehe. Und in dem Alter macht man auch kein Gewerbe mehr. Ich hatte vor langer Zeit mal mehrere Gewerbe und habe mein Geld verdient. Und heute habe ich halt meine Rente. Ich gehöre also nicht zu den Leuten, zu den Reviewern, die ein Gewerbe haben und damit Geld verdienen. Die dann von irgendwelchen Geräteherstellern, wie auch immer, Geräte vorstellen, da noch Geld für bekommen. Logisch, weil sie ein Gewerbe haben. Die machen das beruflich, irgendwelche Produkte vorzustellen. Naja, die verdienen damit ihr Geld. Bei mir sieht das anders aus. Ja? Aufgrund dessen, dass ich kein Gewerbe habe, bekomme ich auch nicht von allen möglichen Firmen die Gerätschaften zugeschickt, um diese vorzustellen. Geschweige bekomme ich da Geld für. Das heißt also, wenn ich als Beispiel von Vaporesso, von Freemax, von Votofo, von Augvape oder wie auch immer so ab und zu mal eben Produkte bekomme, um diese vorzustellen, bekomme ich da kein Geld für. Das ist das Allererste. Ich bekomme da absolut kein Geld für. Und so ein Video ist nicht mal in 10 Minuten getan. Das ist also schon eine längere Aufgabe, zeitliche Aufgabe. Das heißt, man packt aus, man macht das Video, dann geht das schief, dann fängt es von vorne wieder an. Naja, man kriegt zwar eine Routine da drin, ich mache das ja nicht erst 3 Tage, aber trotzdem, naja, gelingt mir manches Video auch nicht auf Anhieb. Dann mache ich ein Video und habe vergessen, meine Lautstärke aufzudrehen. Was passiert? Ja, die Handsche fängt von vorne wieder an. Dann ist er auf dem Computer, dann muss er denn die Intros erstellen. Vorne dran setzen, hinten dran setzen, einfügen und. Dann muss das noch nach YouTube hochgeladen werden. Naja, also ihr könnt euch denken, da geht eine Menge Zeit bei drauf. Und wie gesagt, ich bekomme da kein Geld für. Ich habe auch nicht das nötige Kleingeld, also nicht die gute Rente, um zu sagen, ja, ich kann mir das Neueste kaufen, was gerade auf den Markt kommt. Selbst als ich noch im Beruf war und ich habe gutes Geld verdient in meinem Job, ja, selbst da
habe ich nicht alles gekauft, was gerade neu auf dem Markt war. Sicherlich habe ich auch mein HWV gehabt, wie jeder andere von euch auch. Aber mittlerweile, nach 13 Jahren Dampfen, habe ich ein Hobby, ja. Aber ich habe kein Hobby, am laufenden Band Liquid zu kaufen, am laufenden Band Aroma zu kaufen, geschweige denn Atomizer oder Akkuträger. Mein hauptsächliches Hobby ist die Elektronik, also Gerätschaften reparieren oder seit neuestens auch ja so ein bisschen Mechanik. Deswegen habe ich da ja eine Fräsbank, da eine Drehbank, wo ich mir dann schon mal was mache, um irgendetwas zu reparieren oder für Bekannte und Verwandte. Kannst mir mal eben das und das drehen und das machen, egal wie auch immer. Ja, aber das ist alles mein Hobby. Und dann gibt's natürlich Vapor unter euch. Da bedanke ich mich, die mir Gerätschaften schicken. Zu 99% sind sie heile. Das sind dann Leute, die gedampft haben, die aufgehört haben zu vapen, aufgehört haben zu rauchen und vielleicht auch mal eine Zeit lang einen starken HWV hatten und haben dann dermaßen viel wegschmeißen, wollen sie das nicht. Und dann schicken sie mir das und sagen, ja, mach damit, was du willst, verschenk sie, verkauf sie, den Erlös nützte für dein Hobby. Ja, so wie jetzt. Ich sitze hier in meiner Hobbywerkstatt. Hier oben sind ja etliche von Lampen, die natürlich Strom ziehen. Mein Equipment zieht Strom. Meine Computer, meine Monitore etc. pp. Muss ich euch nie erzählen. Nur als Beispiel, ich habe jeden Monat 154 Euro an Strom. Ne? Mich hat schon mal mein Stromanbieter angerufen und hat gefragt, ob sie vorbeikommen sollen, um zu messen, ob ich irgendwo Fehlerströme habe, da ich einen Stromverbrauch habe eines mittelständischen Betriebes. Ja, so sieht das nämlich aus. Wenn man hier ein Video drehen will, und ich sitze hier in einem kleinen Anbau, ihr seht im Hintergrund, hier ist alles überhaupt mit Holz vertäfelt von innen. Das heißt, das schluckt Licht. Jede Menge Licht. Wir haben 12 Uhr Mittag. Ich habe hier drei Fenster drin. Und wenn ich das Licht ausmache, dann geht sofort meine Bildqualität im Keller. So, kommen wir jetzt zum nächsten. Also, es tut mir leid, wenn ich nicht immer die neuesten Gerätschaften hier habe. Ich kaufe mir auch keine mehr. Die Zeiten sind vorbei. Mein HWV ist weg. So, dann mache ich einmal im Monat als Dankeschön. Ich mache keine Gewinnspiele. Ja, kriege ich immer eine Anfrage wegen Gewinnspiel. Ich mache keine Gewinnspiele. Und vor allem, was ich hasse, sind Leute, das sind die sogenannten Gewinnspieljäger. Die hasse ich wie die Pest. Das heißt, die dann auf irgendeinen Kanal, egal von wem, immer gucken, wo kann ich denn da kostenlos was abgreifen. Boah. Ja, oder eine Zeit lang war das ganz schlimm auf Facebook, dass ich da irgendwo immer mit eingetragen wurde in diesen Gewinnspiel, wo man, wenn man da mitmacht, soll man 3-4 Freunde benennen, um an diese Gewinnspiele teilzuhaben. Wo ich dann gesagt habe, Leute, das ist wie ein Schneeballsystem. Und das Prinzip des Schneeballsystems ist in Deutschland verboten. Das scheinen einige Leute nicht zu wissen.
Ja, und die Firmen, die dann sowas verlangen, dass man da drei, vier Freunde einträgt, denen geht es nämlich nur darum. Die verschenken einen Teil, kassieren dann aber von jedem, der mitmacht, drei E-Mails. Ja, und da, die können sie dann mit Werbung vollballern. Und da habe ich dann irgendwann so die Schnauze gestrichen voll, wo ich dann gesagt habe, wenn noch einer einmal meine E-Mail da irgendwo mit einträgt bei so einem Gewinnspiel, der wird sofort blockiert. Ganz aus Feierabend. Der ist bei mir tabu. Will ich nicht. Und ich habe keinen Bock, dass meine E-Mail verbreitet wird und ich mit Reklame zugeballert werde. Also, ihr Gewinnspieljäger, macht das unter euch aus und haltet mich da raus. Ich mag keine Gewinnspiele. Weil da wird ein geringer Einsatz wird rausgeschmissen und die E-Mail-Adresse wird anschließend verkauft. Da machen die Geld mit, aber nicht mit mir. So, das heißt also, bei mir kostenlos was abgreifen? Ne, geht gar nicht. Das heißt also, wenn ich einmal im Monat etwas verschenke, dann mache ich das so, zack. Wo die Fliegen und Wespen sind dieses Jahr extrem lästig. Dann mache ich das nämlich so, dass meine Abonnenten, die meinen Kanal abonniert haben, denen lasse ich was zukommen. Ab und zu mal. Und das ist dann nur für die Leute, die auch wirklich mich abonniert haben und die Bimmel aktiviert haben. Denn die meinen Kanal nicht abonniert haben, die meine Videos nicht verfolgen, die meine Hangouts nicht verfolgen, die haben dann meistens Pech, weil sie das verpassen. Ne? Wie letzten das Spiel mit meinen vier Kamerabildern. Ja, wer dann zu spät kommt, den bestraft das Leben. Aber Gewinnspieljäger, die kriegen das ja nicht mit. Bin ja nicht so blöd und schreibt da rein, ja, hier gibt es wieder was abzugreifen. Nein, das mache ich sporadisch, wie ich Lust und Laune habe. Und alle die, die meinen Kanal abonniert haben und die Bimmel aktiviert haben, die verpassen das nicht. Die kriegen das mit. Und wenn die meinen Kanal kennen, meine Homepage kennen und regelmäßig schauen, die haben eine Chance, dann auch mal von mir etwas zu bekommen. Dann habe ich natürlich Abonnenten, das sind im Schnitt ja zwischen 10 und 15 Leute, die also schon lange bei mir sind, die meinen Kanal verfolgen, die ich sogar zum Teil persönlich kenne, aufgrund von Messen. Oder die mich auch schon mal besucht haben, ja, die mich also wirklich oder die meine Arbeit auch schätzen und wissen, dass ich keine Gelddruckmaschine im Keller habe und die auch genau wissen, ja, was man für einen Aufwand betreibt, wenn man bei YouTube ist. Gott sei Dank, Twitch will ich erst gar nicht benennen. Da bin ich auch nicht. Muss ich nicht haben, so einen Kindergarten. Naja, auf jeden Fall 10 bis 15 Abonnenten, die unterstützen meinen Kanal. Und wie die Unterstützung abgeht, das bleibt jedem überlassen, selbst überlassen. Und die meinen Kanal unterstützen, die kennen auch die Voraussetzung dafür. Das heißt, diese 10 bis 15 Leute schicken per PayPal 5 Euro, 7 Euro, 8 Euro, 9,99 Euro, 11,11 Euro, ja, 15,55 Euro oder auch 20 Euro. Spenden Sie per PayPal, ganz wichtig, als Freund. Denn ich bin ja die Freundin, ne? Eine Internetfreundin. So, und von diesen 10
bis 15 Leuten, die hier oben in meiner Laufschrift stehen. Nein, da steht ja, Dank für eure Unterstützung. Herbert M., Gunnar L., Thorsten N., Jörg S., Robin B., Christian B., Moritz M., Stefan D. Das sind die Leute, die meinen Kanal per PayPal bis heute unterstützt haben. Das heißt, in der ersten Woche dieses Monats. So, und jetzt kommt der Punctus Knactus. Von diesen Leuten, sag ich mal, sind im Schnitt die Hälfte, die sagen, Diane, ich gebe dir gerne die 10 Euro, die 5 Euro, die 11 Euro, die 16, 18 Euro, egal wie auch immer, gebe ich dir gerne und unterstütze deinen Kanal damit. Aber ich möchte von dir Ende des Monats kein Geschenk haben. Ganz einfach. Die Leute, die da oben stehen, die meinen Kanal unterstützen, die dann ein Geschenk haben möchten, die sollten dann, ganz wichtig, bei der PayPal-Überweisung als Freund nur ein Wort reinschreiben im Kommentarfeld. Geschenk. Dann weiß ich, derjenige, ob der Gunnar, ob der Herbert, ob der Jörg, ob der Christian, die Elke und wie sie alle heißen, dann weiß ich, wenn da Geschenk steht, sie möchten ein Geschenk. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich jeden dieser Leute ein Geschenk schicke. Um Gottes Willen, kann ich gar nicht. Ist unmöglich. Ist gar nicht machbar. Ja, und dann dadurch, dass sie geschrieben Geschenke, sage mal, es sind 20 Leute, die mir was geschickt haben, die Hälfte davon haben Geschenk geschrieben, dann kommt die 10 Leute, kommen dann in der näheren Auswahl, ein Geschenk zu bekommen. Einer von diesen 10. Für den Monat August habe ich dann auserkoren den Tulli. Den kenne ich sogar persönlich vom Flohmarkt her. Von der Messe her, nicht Flohmarkt, von der Messe. Und der wird sich mit Sicherheit freuen, das Paket geht heute raus. Und er wird sich auch drüber freuen. Und ich freue mich auch über jede Unterstützung. So. Das sind alles keine Gewinnspieljäger. Denn ein Gewinnspieljäger, der ist zu geizig, selbst 1 Euro auszugeben. So, und jetzt überlegt euch mal. Die Leute kenne ich nicht alle. Leute, die ich persönlich kenne, so wie den Tiertulli, da kann ich mir beim Versand die Kosten für die Jugendschutzüberprüfung sparen. Die Leute, die ich nicht kenne, bin ich verpflichtet, den Jugendschutz zu bezahlen. Das heißt, die Post macht Kontrolle, ob die Person auch volljährig ist. Ich muss mich ja irgendwo absichern. Ich kann ja keinem 16-Jährigen einen Atomizer, einen Akkuträger schicken, weil er mir von seinem Taschengeld 5 Euro geschickt hat. Und dann kommt der Papa an und erwischt ihn dabei. Was hast du denn da? Da komme ich in Teufelsküche. Also muss ich das halt eben so machen mit dem Jugendschutz. Deswegen ist der Versand bei mir auch so teuer. Und aus Datenschutzgründen speichere ich auch keine Adressen. Daher weiß ich nicht, wen ich vor mir habe. Und ich muss mich da halt absichern. So, und jetzt kommt es. Letztens habe ich ja den Hangout gemacht mit die 4 Bilder, die 4 Kamerabilder.
Da habe ich ja dann auch eine Frage gestellt und da habe ich mal ein Päckchen rausgehauen. Und da war nicht ein Gewinnspieljäger bei, weil Pech gehabt, ne? Denn nur, ja, ich gönne nur den Leuten was, die mir was gönnen, die meinen Kanal mögen, die meine Arbeit schätzen. Das heißt, die meinen Kanal abonniert haben. Und da mache ich dann immer zwischendurch, so wie ich gerade Laune habe. Und wenn ich viele Geräte hier geschenkt bekommen habe, das eine oder andere Gerät, dann haue ich das mal raus. Ganz einfach. Also stellt nicht immer die Frage, wie kann ich so ein Geschenk bekommen? Wenn du ein Gewinnspieljäger bist, kannst du gleich wieder gehen. Bekommst du nie was bei mir. Gibt es so ein Sprichwort? Meine Oma ist schon lange tot. Die hatte so kleine Schildchen, so Holztäfelchen überall in der Küche an der Wand hängen. Bilder und auch so kleine Holzschilder, wo dann halt, ich weiß nicht, mit einem glühenden Nagel, wie auch immer, oder auch von Hand reingeschnitzt und dann schön bemalt, da stand ein Spruch. Und den fand ich so gut, dass er sich quasi eingebrannt hat in meinem Kopf. Und jetzt dazu. Ich wünsche jeden, der mich kennt, 10-mal so viel, wie er mir gönnt. Oder? Eine Hand wäscht die andere. Jetzt macht euch mal Gedanken und beballert mich nicht immer mit den Fragen von neuen Gerätschaften. Nein, ich mache das nicht gewerblich, das ist mein Hobby. Ich bekomme da auch kein Geld für. Ich bekomme auch nicht jeden Tag Pakete, wo zig Gerätschaften, Liquid, Aroma etc. pp. Drin ist. Ich bin genau wie du. Ja, guck nicht so. Ich bin genau wie du. Ja, ich bin ein Mensch, der nichts geschenkt bekommt. Naja, Ausnahmen gibt es natürlich von den Webern, die mir Kartons schicken. Oder auch von Firmen, die mal ab und zu was zukommen lassen, um da Reviews zu machen. Aber nur aus einem Grund, weil sie meine Arbeit schätzen. Ja, weil sie meine Arbeit schätzen. Und ich schreibe auch danach immer einen Bericht, ein Messprotokoll. Und schreibe denen, was ich von den Gerätschaften halte. Wenn ein Fehler dran ist, ja, dann schreibe ich denen dann auch. Also, das ist mein Hobby. Hobby, Leute. Ich kann es mir nicht erlauben, am laufenden Band Gerätschaften zu kaufen. Das ist jetzt nicht bös gemeint, aber zum Teil die Leute, die meinen Kanal abonniert haben, und schon länger abonniert haben, auch den Leuten geht das mittlerweile auf die Nerven, weil da irgendwelche Leute immer reinkommen und dann auch fragen, kennst du das und das, kennst du das und das? Wenn du wirklich das ernst meinst, dann stell doch die Frage in den Chat rein an alle, ja, und nicht nur an mich, ja, weil es gibt ja genügend Leute, die als Beispiel den neuesten Verdampfer haben oder den neuesten Akkuträger haben, weil sie ein HWV haben und sich alles neu kaufen, was auf den Markt kommt. Gibt es einige, nicht alle, aber gibt es einige. Da fragt man die Leute. Weil mein Hangout ist ja für die Gemeinschaft, für alle, für miteinander. Helft euch untereinander. Stellt euch auch untereinander die Fragen. Ich kann nicht immer alles beantworten. Tut mir rechtschaffen leid, ich kann auch nicht alles wissen. Ja, ich weiß schon eine Menge, aber nicht alles. Ich bin nur ein Mensch, wie du und ich auch. Dann kommt immer die Frage, wann machst du den nächsten Hangout? Ja, weiß ich nicht.
Es ist einfach so, dass der erste Sonntag im Monat mein Geschenke-Hangout ist. Der ist einmal im Monat und immer jeden Sonntag um 19 Uhr. Es sei denn, dann kommt dir was dazwischen. Es sei denn, dass die Jantje ist krank. Ich gehe ja nun mal auf die 70 zu, bin eine alte Knifte. Da wird man öfter mal krank. Dann kann man das nicht. Ne? Aber ansonsten könnt ihr euch drauf verlassen. Da kommt immer ein Hangout. Und wenn mal zwischendurch einer kommt, dann ist meistens irgendwas im Busch. Erstens, ich habe eventuell Langeweile, weil ich nichts zum Reparieren oder zum Basteln habe. Fernsehen gucke ich kaum, weil das Fernsehprogramm tötet mir den Nerv mit alle 2 Minuten Werbung. Oder es ist was Wichtiges, was anliegt, dass sich irgendwas geändert hat, wo ich dann sage, ich sollte ein Hangout machen und meine Abonnenten darüber informieren. Und wenn es was zu diskutieren gibt, außer der Reihe, dann mache ich natürlich ein Hangout. Ansonsten müsst ihr euch überraschen lassen. Das heißt, ist doch ganz einfach, ja? Da unten in der Ecke ist ein Button. Da kann man draufklicken. Da schließt man ein Abo ab, was dir kein Geld kostet. Ein Abo meines Kanals kostet dich keinen Cent. Und dann aktiviert ihr die Bimmel, dann verpasst ihr nichts. Macht ihr das nicht, ja, dann müsst ihr halt hoffen, dass er mich dann irgendwann mal so außer der Reihe erwischt. Und da kommt wieder das Sprichwort, wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Ganz einfach. So, denke mal, jetzt habe ich alles gesagt. Und dann kommt der nächste H.O. und da passiert dasselbe, wo ich mich dann frage, für was habe ich heute das Video gemacht? Ich weiß es nicht. Nein, ich hatte keine Langeweile. Absolut nicht. Mir war danach, mal wieder Tacheles zu reden. Dann bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Tschüss, bye bye, winke winke, sagt eure Diane, die Smogwolke. Und tschüssi und weg, bis dann ihr dann. Bye. Weg jetzt.